Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen eine Runde Space Engineers und wie ihr da hinten seht, ja, ist man im Weltall nicht allein. Mit dabei ist wieder der LOM Break. Ich begrüße ihn. Ja, wieder einmal. Ja, jetzt kann ich doch endlich mal sagen, wieder mit dabei. Ja, anscheinend. So, und wir sind hier übel weit auseinander. Leck mir am Arsch. Ja, das nächste Mal sage ich hier nur 10 Kilometer große Welt. Kommst du doch zu mir geflogen? Ich bin ja gerade an einem Asteroiden, an dem ich vorbeischipper. Der hat noch drei kleine Asteroiden und an dem halte ich jetzt auch an. Der hat da ein schönes Loch drin, da kann man schön anfangen, eine Minenstation zu bauen. Cool. Oh, warte, ich sehe dich langsam. Und wir gehen mal in die Innenansicht, machen mal hier. Ja, okay, nützt nichts. Ja, ich sehe dich auch. Man kann übrigens in den Optionen das Crosshair ausmachen. Grüßen! Oh, Ausweichmanöver! Ja, genau! Das fängt schon wieder gut an. Das fängt schon wieder sehr gut an. Wo bist du? Statt mir auf ein neues. Habe ich dich gekillt? Ja, du hast mich nicht nur gekillt, du hast mich sowas von weggerammt. Oh geil. Keine Ahnung habe, wo ich jetzt hin muss. Du bist da hinten. Ja, da hinten ist in einem dreidimensionalen Raum sehr intelligent gewählt. Oh mein Gott. Ach, und übrigens für dich als Info. Hör auf zu bremsen zu wollen, sondern lass einfach das Gas los, der bremst dann von alleine. Ja, ich weiß, dafür sind ja die Trägheitsdämpfer da. Ja, meintest du ja, dass der Asteroid, also, vor dem ich dich gerammt habe? Ja, genau den. Okay. Schön, dass ich wenigstens als Prellbock noch dienen kann. Ich hab's überlebt, mit 100% Gesundheit, glaube ich sogar. Geil, ey. Für die Leute unter euch... Ja, du hast dich aus deinem Cockpit raus katapultiert und bist in die letzte Ecke der Asservatenkammer wahrscheinlich noch rein, damit du es ja auch ja überlebst. So, jetzt aber mal kurz zur Erklärung, machen wir mal so. Für die Leute, die mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen können, was Space Engineer überhaupt ist, Alter, wie das Schiff aussieht, das hat ein übelstes Loch drin, da haben wir gleich einen Ressourcenspender. Klar, wenn du da reinrammst mit voller Karacho, es geht Wunder. Das fängt schon mal sehr gut an. Ja, Space Engineers ist noch im Alpha-Stadium und ist ein Open-World-Sandbox-Game. Open-World trifft es hier sogar richtig doll, weil hier ist ja Weltall. Es ist Open-Weltall. Open Space wohl, ja. Es ist ein Open-Weltall-Spiel. Und ja, Ziel ist es wie bei Minecraft, einfach das zu machen, worauf man Bock hat, im Rahmen dessen, was einem das Spiel an Möglichkeiten lässt, ne? Das heißt, wir würden jetzt hier als allererstes mal eine Station an diesem Asteroiden versuchen aufzubauen. Eine Space Station. Wenn man mich nicht wegrammen würde. Nein, ich stehe jetzt hier doof rum. Warte, ich gehe sogar noch ein Stückchen runter. Damit wir Seite ist denn jetzt das Loch, bitte? Auf meiner Seite. Ja, toll. Deine Seite ist welche? Die dunkle oder die helle? Die helle Seite. Die gegenüber von dir. Wenn du noch da bist, wo ich denke, wo du bist. Wenn du weißt, wie ich meine. So, schauen wir uns mal das kaputte Raumschiff von innen an. Huch, machen wir den... Ich würde mal sagen, wir haben dann schon eine Möglichkeit, ein paar Materialien zusammenzusammeln, dass wir einen kleinen Außenposten bauen können. Jo. So, das hier ist mein Schiff. Ich nenne es MS Crash. Also ich habe ein Schiff. Das ist mein Schiff, bitteschön. Nein, dein Schiff ist MS kaputt. Ja, wie Microsoft. Ja, Microsoft Defective. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob ich meinen Kollegen so anziehe wie beim Magica. Der typische Raumanzug ist doch sogar grau oder weiß. Boah, der typische ist so weiß. Ich mach mal ein bisschen bläulich, so hellblau. Ein schönes Popo, Baby. So, jetzt werde ich mal angucken, was du mit meinem Schiff gemacht hast. Dem ich ein zweites hingestellt habe. Nee, das ist weg. Wir sind hier in einem temporären Schiff im Moment. Und jedes Mal, wenn du spawnst, despawnt dein aktuelles Schiff. Und wenn du keinen Spawn hast, spawnst du einfach in einem neuen Schiff. Deswegen relativiert sich das und du bekommst dein altes kaputtes Schiff ist weg und du bekommst also im Moment ein neues. Und da wir uns so gut verstehen, oh, da ist er ja. Grüßen. Würde ich mal vorschlagen, dass wir dann mein Schiff als Ressource nehmen, als Ressourcenspender für unsere Station. So einigermaßen. Sieht gut aus, oder?
Könnte man so lassen. Also, es ist, kann man jetzt nicht mehr wirklich als Schiff betrachten, aber fliegen wird es sicherlich noch. Es fliegt doch nur. Nicht mehr so schnell wie vorher, aber dafür ist es sehr aerodynamisch. Paar Dellen, so mit einem Loch drinne. Fenster, das eigentlich nur noch so halb geil ist, weil alles andere drumherum wegsteht. Ja, ist gut. Na, dann fangen wir mal an, ja. Was machst denn du? Hast du eine MG? Was hab ich? Was hat denn jetzt hier? Der hat doch gerade was geschossen, oder? Der hat doch was gemacht. Weißt du, das Geräusch hier meinst, das ist das Jetpack, weil ich an- und ausmache. Nee, das war echt krass. Das war richtig, klang wie ein MG. Oh. Na gut, gehen wir mal abbauen. Oh, hier ist braun. Nee, hier ist viel wichtiger, hier ist gelb, hier ist Gold. Ja, aber am Anfang brauchen wir vor allem Eisen. Ach, Eisen findet man hier noch, Gold ist wichtig, weil wir dann damit Computerteile bauen müssen. Computerteile brauchen wir selbst für Geschütze, um uns gegen Asteroiden zu verteidigen. Die sind im Moment noch nicht aktiviert. Übrigens, genau, das muss ich mal noch erklären im Moment. Habe ich unser Inventar... Kannst du das Wichtigste schon wieder nicht aktivieren, ey? Im Moment habe ich unser Inventar auf dreifache Größe eingestellt. Ganz einfach, damit wir ein bisschen schneller zur Potte kommen erstmal. Und so habe ich mir das gedacht. Wenn wir dann... Alter, ich habe schon wieder keine coolen Sounds nehmen. Jetzt kommt ein bisschen was da gut. Wenn wir dann so ein bisschen weiter fortgeschritten im Spiel, das heißt ungefähr, wenn wir das erste Bohrschiff gebaut haben, stelle ich unser Inventar wieder auf normale Größe. Jetzt ist der Sound komplett weg. Das ist ein Bug übrigens im Multiplayer. Den habe ich auch schon bei anderen Let's Playern gesehen. Genau den exakt gleichen Bug. Oh, mein Inventar ist voll. Ich habe ganz vergessen, auf dreifache Größe des Inventars zu stellen. Ich bin ein Held. Dass der Horst da mal wieder nichts nutzen kann, oder was? Nee, nutzen schon, man hört's bloß nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Kreissäge anmache, macht die keinen Sound bei mir. Also ich würde dir empfehlen, bevor du hier anfängst, irgendwas abzubauen, würde ich das aus dem Inneren des Asteroiden machen, damit da nichts groß nach außen fällt. Ja, vor allem habe ich vergessen, unser Inventar auf die dreifache Größe zu stellen, also müssen wir jetzt doch erstmal so damit haushalten. Was bist du denn nur für einen Napp? Gibt's da nicht. Ich habe es vorher auf dreifache Größe gestellt, der hat es aber wieder zurückgestellt anscheinend, als ich auf Edit gedrückt habe. um das Autospeichern auszumachen, weil das Autospeichern ja so nervig ist. Oh, hier bestehen etliche Leute besoffen. So, ich bin drin. Ich gehe mal in die Raffinerie. Mit K. Und pack mal das Eisen rein, was ich hier so gefunden habe. Ich werde mal gucken, dass ich mein Schiff da ein bisschen in diesen Asteroiden reinbringen kann. Ja, kannst du mal gerne machen. Boah, fliegst du schon? Alter Vater, was ist hier los? Das ist witzig. Ich guck mal hier ein bisschen so aus dem Fenster. Oder ich guck durch den Eisenblock durch. Kann man ja auch mal machen. Alter. War nicht so toll. Hier hoppelt so. Wow. Du hast mich gerade gekillt mit deinem Schiff. Rache. Ui. Mein Spawn ist aber noch da. Ja, weil du dich wahrscheinlich schon an der Medstation da bewegt. Ja, hab ich schon gemacht, hast. Genau. Ich muss übrigens sagen, dass das Gyroskop dieses Schiffs nicht unbedingt das Beste ist, weil das ist irgendwo am Flügel aufgebaut. Nee, es kommt drauf an, wie viel du hast vor allem. Da dreht sich das irgendwie. Jetzt dreht sich's komischerweise. Jetzt bin ich gespannt, wie du da reinkommst. Da. Wie wollen wir dann versuchen, unsere... warte mal, ich kann schon mal anfangen, mein Schiff auseinander zu zwirbeln. Schade, dass man jetzt hier die Sounds nicht hat, hier so schön Bauarbeiter-Sound. Was ich im Endeffekt eigentlich jetzt erreichen will, ist, dass ich das Schiff da in das Ding reinbuxieren kann, dass wir eine Schwerkraftquelle haben, dass uns die Steine nicht wegfliegen. Das klingt sehr vernünftig. Dann fange ich mal an, hier ein bisschen was zu bauen. Eine neue Station, wa? Ich würde die einfach mal direkt hier... Wo wollen wir die andocken? Wird es ja so machen, dass wir einfach hier diese Höhle, wo ich jetzt gerade mein Schiff drinne buxiere, ja, dass das einfach dann versuchen dann zuzubauen, dass das quasi der Eingang zum ersten Minenschacht ist. Also die Station dann oberhalb davon bauen? Ja, so ungefähr. Ja, klingt doch vernünftig, ne? Ja, schauen wir mal, wie wir das machen. Das wäre quasi jetzt so, wie das Schiff jetzt da drinnen steht. Weiter geht's gerade nicht. Ich komme auch nicht weiter rein. Ich kann es ja gleich wieder wegmachen. Warte mal, neue Station. Ich würde es ungefähr...
anfangen. Ja denn? Die brauchen leichte Panzerung, Stahlplatten. Aha. Jetzt hab ich keine Stahlplatten. Ich habe doch gerade was abgebaut. War das etwa nicht aus Stahl? Guck mal, I ist Inventar. Ich darum. Oh, ich habe Metallgerüst und Herstellungskomponenten abgebaut. Ja, jedenfalls. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Warum? Achso, ich habe meinen Jetpack. Solltest du deinen Jetpack anmachen, du Pfeife. Jetzt hier auf der Höhe, wie ich bin. Und zwar ungefähr hier so. Hier, ich mach mal einen Dotz rein. Da ungefähr. Halt. Bleibst du hier, Kies? Bleibst du hier? Danke. Ja, den Kies braucht man ja auch, ne? Für... Ja, ja, aber mein Kurs... Für einen Reaktor, glaube ich, oder so. Weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht man einiges dafür. Ich weiß nicht, warum ein Reaktor Kies braucht. Ich lasse es. Ich fliege mal in dein Schiff und pack mal die Klamotten da rein. Dein Schiff ist verkehrt rum. War das Absicht? Du bist verkehrt rum. Also für mich ist das jetzt die Nuller-Achse. Ach so. Dann bist du verkehrt rum gegenüber mir. Ist klar, warte mal, jetzt habe ich mich rumgedreht, jetzt ist nämlich mein Schiff verkehrt rum. Na, warte, dann... Nee, lass uns mal rumdrehen. Das sieht ja jetzt komisch aus. So anders. Ich soll mein Schiff jetzt auf den Kopf stellen, quasi. Das willst du jetzt erreichen. Nee, musst du nicht... Was du mir sagst. Ja, eigentlich schon. Also ich würde das anders... Ich würde die Station sagen, dass hier diese Ecke... Ganz, das stößt ein bisschen an. Soll ich dir mal ein bisschen von außen helfen? Dich navigieren? Ja, sieht gut aus. Warte. Ein Stück zurück. Na, okay. Bin ich jetzt eigentlich auf der richtigen Ecke, auf der richtigen Seite oder nicht? Ja, ja. Bist schon auf der richtigen Seite. So, jetzt bist du richtig rum sozusagen. Ja. Ah, das sieht viel besser aus so. Wo ist mein Schiff hin? Ach da. Ich will doch meine Klamotten hier mal wegbringen. Also ich hätte mir eigentlich gedacht, dass wir jetzt diese Höhle, wo wir jetzt hier drinnen stehen, dass wir das halt dann irgendwie zubauen. Brauchen wir zwar relativ viel Material, aber... Ja. Da halt die Station erstmal dran bauen. Mhm. So. Schön Stahlplatten holen. Bevor du dann wieder auf grandiose Ideen kommst, werde ich jetzt erst einmal mein Schiff reparieren und dann anfangen gucken, ob ich die Gravitation hier noch irgendwie erhöhen kann. Der Generator einfach ein größeres Feld erzeugt. Bis jetzt ist es ja quasi erst einmal nur schiffsintern. So, ich fange jetzt einfach mal an, hier den ersten Block von unserer Station zu platzieren. Mhm. Ist ungefähr... Ja, hier ist mein Dotz, den ich da gesagt habe. Neue Station. Um mal ein bisschen Schleichwerbung noch für andere Sachen zu machen. Hast du heute schon die News des Tages gelesen? Die da wäre? Satoru Iwata wurde wieder zum Präsident von Nintendo gewählt. Satoru Iwata? Mhm. Ist dem so? Ja. Wurde auf der Aktionärsversammlung wieder mal beschlossen. Muss ich sagen, ist eine gute Entscheidung. Fällt mir. Okay. Kannst du mal gucken, ob das so für dich in Ordnung ist für das erste Stückchen Station? Please. Ach so, nebenbei erwähnt. Moment, ich repariere noch mein Schiff. Oh, warte, ich komme dir zu Hilfe. Dann gucke ich es mir mal an. Als ob das jetzt hier total... Dass das Ding so kaputt ist, ist übrigens eine Standardeinstellung vom Start des Spiels, ne? Echt, ja? Ja. Okay. Mein so zerdellt wie es sieht's eh besser aus. Ja, das stimmt, das macht das Ganze ein bisschen realistischer irgendwie, macht das nicht so, tja... Plastisch. Na, halt realistischer. So. Dotzt halt doch mal ein Steinchen dagegen zwischendurch, wenn du ja mitten im Weltall bist. Wobei im echten Weltall natürlich wahrscheinlich die Steine gleich mal das komplette Schiff durchschlagen könnten würde. Ach so, weil das schon eine Panzerungsplatte ist. Ah, deswegen kann ich die jetzt. So, und was wir nicht vergessen dürfen, ne?
Jungs und Mädels, die ihr Space Engineers mal angucken wollt oder euch dieses anguckt, es gibt hier einen Energievorrat in deinem eigenen Anzug. Das heißt, wenn Werkzeuge oft genug benutzt werden, bist du alle und du stirbst. Deswegen ja, das nachgucken. Der Akku von dem Lebenserhaltungssystem. Ja. Die stehen, ich würde es ja gerne zeigen. Unten links in der Ecke steht, fangen wir mal von unten an, Volumen, das ist die Inventargröße. In Liter, weil wir sind ja Weltall, da ist Gewicht Bums. Ne? Darüber genau. Steht dann Energie, das ist die Energie jetzt vom Anzug. Jetzt drücke ich mal T hier an der Medical Room. Dann geht die Energie hoch, wenn ich gedrückt halte. Dann, ja, Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Das ist hier die wissenschaftliche Einheit für Geschwindigkeit, ne? Mhm. Dann haben wir noch Masse. Genau, was bringt mir nicht, was macht Masse eigentlich? Ach ja, es gibt ja Massegeneratoren irgendwie, ne? Da weiß ich noch nicht genau, wofür die hundertprozentig da sind. Ich denke mal, das werden wir noch rausfinden müssen. Wahrscheinlich irgendwas mit den G-Kräften dann selbst noch zu tun, weil die G-Kräfte bestimmen ja im Endeffekt die Masse, die du hast. Genau. Dann Licht. Ist klar. Man hat ja so ein schickes Lämpchen, aber das können wir von draußen zeigen. Mit V kommt nie die View. Zuck, das bin ich. Bevor du weiterredest, ja, könntest du bitte da gucken, dass du das Uran aus deinem Schiff rausholst und in meines reinpackst, weil ich habe jetzt, wie gesagt, die Feldgeneratorgröße des Schiffes auf Maximum Leistung brauchst gestellt und. Brauchst du nicht. Stell die von der Tiefe her auf 5 Meter. Und von der Weite her auf 20, 30, 40. Nee, danke. Danke, und da bringt's nichts. Ich würde mal sagen, nämlich, dass in diesem Spiel ein Meter ein Block ist. Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen. Mach mal so, die Feldweite lasse ich auf 150. Die Höhe mache ich 75 und die mache ich 75. Wieso die Höhe 75? Wie weit willst du dich ergraben? Ich will mich nicht weit graben, ich will einfach nur den Eingang abdecken, dass das ganze Mist hier nach unten fällt, wo wir gerade sind. Ist klar, ich habe das schon nämlich genau mal so beim Testen gemacht. Oh. Wir quasi hier einfach rumbohren können. Einfach alles nach unten fällt. Ja, bleib mal da unten stehen. Ich stelle das mal ordentlich ein, ja? Ich mach das mal. Der Papa macht das jetzt mal. Der Papa macht das und deswegen funktioniert es auch nicht. Ah, da komm her, ey. Ich hatte dich doch noch weggecrashed. Ja, genau. Siehst du, der Papa macht's mal. Crashen in den Feldgenerator. Feldtiefe. Guck mal, fällt jetzt. Wenn die Sachen jetzt noch auf den Boden, wenn du die abbaust? Ja, fallen sie, weil ich direkt unten drunter abbaue. Ja, ich habe jetzt auf 22 Meter runter. 75 ist übel weit. Ja, und es ist. Ja, siehst du, jetzt bin ich schon wieder aus dem Feld raus. Lass das so, wie ich es eingestellt habe. Fusch mir nicht an meinem Schiff weg. Rum. Ich werde mal den Gyroskop ausmachen, damit man nicht aus dem Weg. Kannst du gerne machen? Ich mache mal alles aus, was man nicht braucht. Und zwar. Innenbeleuchtung. Die Innenbeleuchtung ist schon aus. Nee. Leuchtung. Berg. Kleines Triebwerk ist Berg. Aus. Small Thruster aus. Berg. Aus, Mann. Raffinerie, Reaktor brauchen wir, Sammler brauchen wir, Tür und Verbinder brauchen wir. Die Tür kann eigentlich auch aus. Naja, das sind jetzt jedenfalls so die Sachen. Und verbleibende Treibstoff eine Stunde. Huch. So, okay, dann hole ich mir jetzt ein bisschen. Dann lass mich in meine. Hast du mich gerade angebohrt? Nein, aber wenn ich dagegen laufe, tut's weh anscheinend. Kann das sein? Es tut nicht weh, aber man sieht, dass man auf Funken macht das. So. Ich wollte jetzt gerne wirklich anfangen, mal die Station zu bauen, ne? Kannst du gerne machen. Ich guck mich mal kurz im Asteroiden um, ob wir Uran finden. Ja, mach das mal. Dass wir da zumindest Energie schon mal haben. Oh, ich habe eine ganze Stahlplatte. Ich bin ja so geil. Ja, bist du. Eisen? Oh, halt, nein, die Thruster sollten wir doch anlassen. Weil wenn du an dem Schiff nämlich hängen bleibst, dann trifft dir das einfach away. Weil es keinen Gegenschub geben kann. Das ist nicht gut. Also wenn dann, müssen wir es, wenn dann irgendwann an der Station andocken. Also mach ich die Thruster wieder an. Oben haben wir Silber und da haben wir Eisen. Das war nix. So, wir sind jetzt auch schon mit dem ersten Part dabei und haben noch nichts gemacht. So war der Plan. Hier haben wir es doch, Uranium.
Ja, hast du? Ja. Ah, dann brauche ich hier nichts rausholen. Aber ein Stück weit drinnen hier. Ich stelle gerade fest, meine, ich habe meine Treppe abgebaut. Achso, und ich sollte mein Inventar vorher lernen, bevor ich auf Bergsuche gehe. Ja. Mhm. Das solltest du tatsächlich. Oh fuck, ich bin voll. Lexen höre ich dich. Jetzt muss ich nur noch. Oh, geht ja sogar. Die wichtigsten Materialien, die man so am Anfang braucht, sind Stahlplatten und Herstellungskomponenten, glaube ich, ne? Ja, aber auch diese kleinen Träger. Rohre, oh so. Fuck. Ich habe jetzt mein halbes Schiff auseinander gedingst. Sehr gut. Ich bin echt ein Held. Wie Sau. Ja. Kannst du mir mal helfen, komm? Wie immer. Was? Wird ich gerade Energie sammeln und dann braucht der schon wieder Hilfe hier. Naja, schnell abbauen hier das ganze Zeugs. Lass mich erstmal ein bisschen Uranium hier machen wollen. Müssen wir da genügend erstmal haben. Oh Mann, ist das aufregend. Ne, ich habe hier gerade aus Versehen ein Teil von meines Schiffs abgetrennt. Und wenn du das machst, dann... Von meinem Schiff. Oh. Und wenn man das macht, dann fliegt das natürlich lustig umher und zählt dann auch übrigens als eigenes Schiff. Oh, ich bin schon wieder voll. Weil das ganze Zeug so schwer ist. Beziehungsweise groß. Schon wieder 400 Liter. Leg mir am Arsch. Ja, die Herstellungskomponenten fressen einen extrem großen... Nee, das sind jetzt die Triebwerkkomponenten, die gerade so groß sind. Das sind die Triebwerkkomponenten, die so groß sind. Ich habe ein Triebwerk von mir rausgebaut. Ach du Gott. Deswegen sagte ich, kannst du mir mal helfen? Ja, aber okay. Oh. 200 Liter habe ich noch Platz. Wahnsinn. Hey! Was ist hier passiert? Es hat sich vergrößert. Und ich kann es nicht mehr abbauen. Naja. Dann schwebt hier jetzt halt so ein... Wir haben einen Satelliten. Einen unabbaubaren Satelliten. Das findest du doch bestimmt auch genauso toll wie ich, oder? Ja. Jeder wollte doch schon immer seinen eigenen Satelliten haben. Stahlplatten. Gar nicht viele Stahlplatten brauchen wir. Okay. Herstellungskomponente. Ah, die kann ich mal alles stacken ein bisschen. So, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play. Space Engineers. Space Engineers. Oh, dann werden wir anfangen hier mit der Station, den Boden zu bauen. Also, macht's gut, bis dahin und schausen. Servus.